Hi, ich bin René, ich dämme heute diese Türe und wenn du auch wissen willst, wie das funktioniert, bleib dran und guck dir das Video an. So, als erstes schraube ich das Ganze hier ab und danach gibt es keine weiteren Schrauben. Danach werde ich das mit diesem Gerät hier abmachen, werde ich dir gleich zeigen. So, und dann muss der alte Mann mal gucken, einfach mal hier drunter lang gehen und dann einfach mal gucken, klack, siehst du, man hört schon, die sind jetzt so befestigt. Meistens habe ich solche blauen Stecker da drin. Da muss man halt ein bisschen auch vorsichtig sein. Die guten Dinger brechen halt sehr schnell leider ab, wie man ja noch nicht sieht. Aber du kannst bei deinem Händler aber auch jederzeit nachkaufen. So, wie man sieht, diese sind etwas besser. Ich hatte sonst hier in den Seitenverkleidungen solche blauen drin gehabt. Die sind sehr, sehr schnell abgebrochen. Die hier sind in gelb und die kann man auch mehrfach ran und abstecken. So, und jetzt sieht man schon das Elend. Ja, dämmen ist Frickelarbeit hier. Es wird später eine andere Verkleidung wahrscheinlich kommen, die dann von innen und von außen gedämmt wird. Aber man muss ja auch wieder drankommen hier an den Motor. Da mache ich mir später Gedanken drum, wie dann im Endeffekt die Verkleidung aussieht. Also ich nehme mal eher an Sperrholz mit Vlies und Dämmung. Und ich werde jetzt hier überall die Sachen dämmen, wo ich dran komme. Deswegen habe ich ja auch die ganzen einzelnen Reste eingepackt. Ich werde jetzt schon mal damit anfangen, mit diesen schwierigen Stellen. Das heißt dahinter, hier drunter, hier hinten, das muss ich sauer machen. Da haben sie gut gematscht mit der Versiegelung. Wie man sieht, das ist bis unten hingelaufen. Und das werde ich sauber machen. Hier kommt auch noch Dämmung drauf. Man merkt jetzt schon Unterschied zwischen dem und zum Beispiel dem Boden. Hier siehst du von dem Boden die Dämmung. Das sind insgesamt mit dem hier nochmal fast 50 mm Bodendämmung, die hier insgesamt drauf sind. Das sieht man auch. Das ist ein, ja, ist schon richtig massiv. Dämmplatte, die hier drinne war, die ist 30 mm. Dann kommt nochmal die Bodenplatte. Dann kommt nochmal eine Dämmung für den Boden. Und dann der Boden an sich. Also haben wir hier fast 50 mm Dämmung. Und die Decke sieht auch gut aus. Das wird auch nochmal versiegelt. Hier habe ich schon die Einziehmuttern reingemacht für die Decke. Aber dazwischen wird nochmal mehr gedämmt plus die Träger hier. So, ich fange mal an. So, ein kleines Update von mir. Ich bin, wie du siehst, alles immer schön hier am Zuschneiden und am Gucken, wo es reinpasst und am Stückeln, ne? So sieht das halt aus dann. Ich habe jetzt mal von außen erklärt, das Ganze bis hier oben gedämmt, von innen natürlich. Und mal gucken, ob ich dir jetzt zeigen kann. Ja gut, da ist noch eine kleine Stelle, die muss ich noch bearbeiten. Aber so sieht es dann aus. Du siehst jetzt mehr als ich. Und mach das auch bitte nur, wenn du weißt, ich habe hier fest verbaute Scheiben. Also hier kommt nirgendwo Wasser rein. Auch die Leitungen für die Heizung ist hier innen drin gelegt. Das heißt, ich habe hier nirgendwo Wasser drin und kann davon ausgehen, dass auch nirgendwo Wasser runterfließt. Und man sieht auch keine Laufspuren von Wasser. Womit ich rechnen muss, irgendwann ist der hier der Motor, das ist der Scheibenwischer, der sitzt genau hier, ist der Mittelpunkt. Und da kann es mal passieren, dass da mal im Betrieb wahrscheinlich Wasser runterläuft. Werde ich dann ein bisschen aussparen. Hier ist auch kein Griff drin, das heißt in der Türe ist der Griff drin und da an dem Griff wird garantiert auch Wasser runterlaufen. Das ist dann zu beachten, aber hier ist soweit alles trocken. Es hat ja auch gerade ganz stark geregnet und damit konnte ich das halt ausschließen. Insgesamt musst du selber wissen, ob du die Türen dämmen willst. Ich war auch lange am Hin und Her überlegen, aber es ist trotzdem eine große Fläche und habe mich jetzt doch dazu entschieden, diese zu dämmen. Soweit ich das kann. Also es muss nicht wirklich jeder Millimeter mit Dämmung voll sein. Hier oben komme ich auch gar nicht rein. Es wird später auch nochmal hier 6 mm überklebt. Das kann ich jetzt zeigen. Das gibt es auch als großes Vlies.
und das werde ich hier komplett überkleben und dann kommt später nochmal Vlies drauf und von daher wird das schon sehr viel Dämmung später, damit quasi die ganzen weißen Flächen, die du hier jetzt noch siehst, die werden später alle nochmal gefilzt und natürlich auch 6 mm Dämmung drauf, dass das nicht so viel aufbaut. Natürlich würde ich auch gerne Zentimeter Dämmung machen, also 10 mm, aber das bietet sich nicht an. Das hier ist sehr schön und das gibt es auch wirklich als Quadratmeterware und muss dann gucken und dann kommt nochmal ein schönes Vlies oben drüber und hier baue ich neue Tafeln. In den Tafeln kommt quasi hier diese Aussparungen, die werde ich mir dann anzeichnen und da kommt nochmal 19 mm Dämmung in jede Füllung rein und hier liegt sie ja dann auf und diese werde ich rausmachen und da kommen dann Einzugsmuttern rein und dann kann ich die Tafel schön festschrauben und mir das schön anzeichnen. Wie ich das mache, ich habe noch keine Ahnung, wie ich diese Hohlräume dann angezeichnet bekomme. Das werde ich dann sehen, aber das ist ungefähr so meine Vorstellung. Das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Dieses ist jetzt mal so das kleine Update. Ich werde jetzt hier die Versiegelung abmachen gleich. Und ich habe noch hier die andere Versiegelung von Venue. Und diese sprühe ich gleich dann nochmal zusätzlich unten rein. Diese Stellen, die jetzt im Moment vielleicht nicht versiegelt sind, das muss ich erstmal selber gleich gucken. Ich habe da bisher auch noch nicht reingeguckt, aber so gerade da unten diese Ecken, wenn das fertig gedämmt ist, werde ich nochmal aussprühen. Genauso wie hier unten diese ganzen Ecken und da diese Ecken, die werde ich dann sprühen, gerade im unteren Bereich, wo doch mal Wasser hinkommen kann, weil ich habe von außen diese schwarzen Beplankungen und da kann es durchaus sein, dass da irgendwann mal Wasser reinläuft. Und dann, wenn der Bus komplett fertig ist, werde ich dann den Bus auch noch von unten versiegeln. Das heißt, die ganzen Hohlräume mit langen Spitzen. Das kommt viel, viel später. Das werde ich erst machen, wenn ich wirklich den ganzen Bus fertig habe. So, in diesem Sinne, ich mache weiter und dann schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Und denk dran, es ist tagesfüllende Aufgabe, weil, wie man sieht, wir haben jetzt schon 11:30 Uhr. Ich habe so gegen 9 Uhr angefangen. Also es hält auf jeden Fall auf. Rechne mal pro Türe 2-3 Stunden, mit viel Pech auch 4 Stunden, je nachdem, wie es aussieht. Ich mache weiter in Ruhe und guck, dass ich alle Lücken zubekomme und dann melde ich mich gleich mit einem neuen Update. So, ein kleines Update. Wie man sieht, ich habe das jetzt hier nochmal überklebt. Hier ist alles schön dicht soweit. Die unschönen Stellen habe ich jetzt nochmal mit dem 3 mm Band überklebt und so ein paar Ecken hier. Aber ist jetzt soweit, wenn du es siehst, schön diese Spalte habe ich ausgeklinkt, da hier der Griff auch zurückgeht. Der ist ja für die Türe einzuhaken. Und habe jetzt nochmal mit dem Hohlraumversiegelung das hier einmal mit der Spitze da rein. Ich gucke mal, ob ich dir zeigen kann. Und dann wirklich schön unten nochmal alles zusätzlich versiegelt. Ich hoffe, du kannst es einigermaßen sehen. Das kann jetzt in Ruhe da abtrocknen. Komplett bis in die Ecke rein. Natürlich hier nicht so viel, sonst läuft es nämlich da wieder an dem Verschließmechanismus wieder raus. Aber habe ich jetzt von hier nach hier nochmal schön versiegelt. Und bis hier oben hast du ja gesehen, ist jetzt die Dämmung. Oben kann ich nichts mehr machen. Da
kommst du auch nicht rein. Das reicht aber hier, das lasse ich frei, da ja man hier dran kommen muss, wenn der Mechanismus kaputt ist oder ja instand gesetzt werden muss. Und eigentlich bräuchte ich die Scheibenwischer nicht, aber dann hätte ich ein Loch in der Karosserie und das muss ja auch wieder dicht bekommen, wenn ich die jetzt komplett entfernen würde. Aber ich lasse jetzt drin, das ist halt jetzt so. Ja, und dann später kommt dann hier das Brett dagegen mit Dämmung. Ich hatte mich auch eben vertan. Dieses Band, was ich dir gezeigt habe, ist 3 mm und ich werde aber nochmal hier überall, also in 6 mm drüber kleben. 3 gibt es, 6. Ja, guck am besten mal nach, wenn dich dafür interessierst. Ich muss selber dann mal gucken. Ansonsten muss ich halt 3 mm nehmen, weil das muss ja auch hier schön in die Ecken passen. Das wird sowieso schönes Gefummel. Vielleicht gucke ich mal, vielleicht hole ich mir dann auch für den Filz Hilfe. Werden wir mal sehen, das habe ich noch nie gemacht und ist natürlich besser, wenn man einen an der Hand hat, der das kann und schon mal gemacht hat. Ich habe jetzt hier, wie man sieht, meinen Vorrat aufgebraucht. Da sind jetzt keine großen, doch hier noch vernünftigen Stücke mehr dabei. Ich werde da einen Teil aussortieren. Ich muss eh noch Dämmung bestellen. Das heißt, für diese Türe werde ich dann extra noch bestellen, weil ich brauche ja auch noch was für die Decke. Aber wie gesagt, hier wird man später sehen, weil hier ist auch, ne, wie du hörst, der kann ich abschließen und hier kann ich aufziehen und ich habe hier auch noch mal einen extra Hebel. Das war ja sonst Kofferraum, das war ja nie dafür gedacht, dass man hier drinnen sitzt und dann rausgeht. Und deswegen habe ich hier, dass man auch eine Notentriegelung hat, wo ich aufmachen kann. Wenn du das siehst, das ist direkt am Schloss dran. Das wird nur ein ganz kurzes Stück sein, wenn es überhaupt ein Metall Band ist. Ich vermute, das wird so ein Band sein und dadurch kann ich das von außen dann später auch aufmachen, rausgehen. Das ist dann sehr schön, weil hier kommen die Sitzkisten hin. Deswegen sieht es gut aus. Ich bestelle neues Material, werde das dann genau in dem gleichen Prinzip machen und ich würde sagen, wir sehen uns, sobald ich neue Dämmung habe.